Herzlich willkommen bei Sport macht Spaß im Alter. Wir beide, ich Natalia als Reha-Trainerin für Orthopädie und Yoga und ich Elisabeth, Natalias rechte Hand. Wir freuen uns beide, dass Sie heute wieder dabei sind. Wir freuen uns einstimmig, wie Sie hören. Heute geht es um das Fundament unseres Körpers, um unsere Beine und Füße. Sie tragen uns durch das Leben. Beim Gehen und Stehen tragen sie das ganze Körpergewicht. Bei Laufen oder Tanzen tragen sie das Vielfache davon. Also ganz großen Belastungen sind sie ausgesetzt. Und wie war das früher? Man hat sich wesentlich mehr bewegt, nicht wahr? Ja, das ist richtig. Wenn man bedenkt, dass früher der Mensch dreimal um den Erdball gegangen ist im Laufe seines Lebens, also im Durchschnitt, das ist heute nicht mehr so. Das hat sich geändert. Wir laufen zu wenig, wir sitzen zu viel. Dadurch verkürzen sich unsere Muskeln, unsere Sehnen. Und wenn man bedenkt, dass nur in einem Fuß, in einem auch so kleinen Fuß wie meine, 20 Muskeln, 26 Knochen, 33 Gelenke und 114 Bänder sind, dann versteht man, dass nur durch das gute Zusammenspiel dieses ganzen komplexen Systems kann das gut funktionieren. Und dafür, dass es so bleibt, machen wir heute einige Übungen, die unsere Sehnen und Muskeln wieder dehnen, die unseren Knochen stabilisieren, dass sie dichter werden, dass wir keine Schmerzen haben und gut bei Fuß bleiben. Und jetzt geht's los. Und wie immer machen wir heute auch alle Übungen, sowie im Stehen als auch im Sitzen. Allerdings in der zweiten Hälfte muss ich mich dann auch hinsetzen, weil die Übungen nur im Sitzen zu machen sind. Ich bitte Sie auf der vorderen Seite, Hälfte der Sitzfläche zu sitzen, Platz zu nehmen und Schluck Wasser, Glas Wasser, Wasserflasche in der greifbaren Nähe zu haben. Und wenn Sie das noch nicht haben, dann drücken Sie einfach auf die Pause-Taste und holen Sie sich das Wasser. Wir warten so lange. Und jetzt fangen wir doch an. Wir fangen mit Marschieren. Beine heben, Füße vom Fußboden auch heben und langsam in die breitere Grätsche gehen. Aber immer noch beim Marschieren. Langsam wieder zur Mitte. Nochmal in die Grätsche. Geht auch im Sitzen gut. Wieder zur Mitte und jetzt die Knie Höhe, die Arme Höhe, sodass die Oberarme parallel dem Boden sind und Oberschenkel auch. Das ist eine Yoga-Übung, die heißt, ich bin wach und bereit. Ich bin wach und bereit. Ich bin wach und bereit. Und wir beenden diese Übung. Damit haben wir unseren Kreislauf angeregt. Jetzt geht's um Füße abrollen. Sie wissen, wir lassen jetzt die Fußzehen am Boden und abwechselnd rollen wir eine Fußsohle ab, dann die andere, ganz langsam, ganz konzentriert, so dass wir alle Akupunkturpunkte auf der Fußsohle treffen. In einer Fußsohle befinden sich mehr als 2000 diese empfindliche Akupressur, Akupunkturpunkte. Ja, wir machen jetzt praktisch eine Fußreflexzonenmassage bei dieser Übung. Ich bin ein bisschen aus dem Atem nach unserem Marschieren. Sehr gut. Noch einmal jede Seite. Wir halten an, rollen uns jetzt langsam bei der nächsten Übung. Ballenstand heißt sie, auf die Fußballen und rollen genauso langsam wieder die Fersen runter, dann wieder auf die Fußballen, sie strecken
und wieder runter. Wer möchte, kann das mit einer Armbewegung begleiten, sich strecken und wieder langsam runter. Natürlich mit Einatmen hoch, mit Ausatmen runter. Und beim nächsten Mal versuchen wir, in dieser Streckung auf den Fußballen zu bleiben. Im Sitzen ist es einfacher. Aufstehen kann ich jetzt wirklich nicht. Wir trainieren damit auch unser Gleichgewichtsgefühl und stärken unser Waden- und unser Schienbeinmuskulatur. Und langsam runter. Und die Füße lockern. Beine ausschütteln. Und jetzt drehen wir uns ein paar Mal um die Körperachse. Einfach mal, um den Oberkörper auch ins Spiel zu bringen, in die Bewegung zu bringen. Obwohl unser Hauptaugenmerk heute natürlich auf den Beinen liegt. Gleich kommt die nächste Übung für die Beine. Wir fliegen jetzt. Wir gehen mit dem Körpergewicht auf ein Bein, strecken das andere, strecken beide Arme zu entgegengesetzte Richtung. Und dann wechseln wir jetzt. Und wieder wechseln. Wir dehnen und strecken uns von den Fingerspitzen bis in die Fußspitze. Ja, sehr gut. Aber im Sitzen kann man schlecht strecken, das Bein. Doch. Ja? Schau mal, du streckst das hier, das ist auch ja, ganz wichtig. Hier tut es dann aber auch weh. Ja, das ist der Hüftbeuge. Ja, eben. Der ist bei sehr vielen Menschen verkürzt durch zu vieles Sitzen. Ja. Und das ist unsere Aufgabe jetzt, richtig mal den Hüftbeuger zu strecken. Und wir lockern jetzt die Arme, lockern die Beine. Und dehnen jetzt speziell die vordere Seite unserer Oberschenkel. In den Oberschenkel befinden sich die stärksten und die schwersten Muskeln im Körper. Ja? Und die müssen auch gut gedehnt werden, damit wir gut die Treppen steigen können und einige andere Bewegungen. Wir beginnen mit ganz einfachen Übungen. Wir nehmen die Unterarme parallel dem Boden und versuchen jetzt die Knie, also linkes Knie zu linker Hand hochzubringen und das rechte Knie zu der rechten. Noch einmal. Und jetzt bitte überkreuzt. Links, rechts, links. Jetzt können wir die Arme ein bisschen bewegen, aber versuchen auch mehr in der Hüfte diese Drehung zu machen, damit auch unser Bauch- und Gesäßmuskulatur mittrainiert wird, die schrägen Muskeln. Sehr gut. Noch einmal jede Seite und wieder alles lockern. Jetzt geht's, habe ich gesagt, vordere Seite. Das war jetzt rückwärtige Seite der Oberschenkel. Wenn wir diese Bewegung machen, natürlich dehnen wir die rückwärtige Seite und den unteren Rücken. Jetzt geht's um die vordere Seite der Oberschenkel. Wir fersen hinten an. Du kannst das anders machen. Ach, ich mache nach vorn wahrscheinlich. Ja, am besten du nicht. Machst das jetzt so. Genau, ja? So und genau. Mhm. Und ja. Wir machen aber das so, dass wir die Fersen Richtung wie der Schuhplattler Gesäß, jawohl, Gesäß gehen lassen. Wir dehnen jetzt das Kniegelenk, wir dehnen auch sehr gut die vordere Seite des Oberschenkels. Ja, Rücken bleibt gerade und noch einmal jede Seite und wieder lockern. Was machen wir jetzt? Wir gehen in leichte Hocke. Im Sitzen wird es ein bisschen anders. Wir kreisen jetzt mal die Knie. Im Sitzen ist es besser so zu machen, dass du ein Bein hebst und Unterschenkel unter dem Knie kreist. Okay, gut. Ja, dann und wir versuchen unter dem Gewicht des Körpers jetzt Kniekreise zu machen. Sehr gut.
halten beim nächsten Mal an, kreisen die Knie andersrum. Wir können hier die Hände auf den Knien halten, ein bisschen Wärme. Hast du schon das Bein gewechselt? Nein, nur die Seite gewechselt. Gut. Wechseln wir jetzt die Seite. Gut, dann du wechselst jetzt das Bein. Mhm. Wir stellen die Füße zusammen und kreisen jetzt die Knie zusammen in eine Richtung. Nicht auseinander und zusammen, sondern synchron in eine Richtung. Oberschenkel stabil halten, anhalten und die Richtung wieder wechseln. Das kräftigt die Beine, die Hüften. Das geht durch den ganzen Körper durch, diese Übung. Wir strecken die Beine und lockern sie wieder. Sehr gut. Und jetzt setze ich mich auch hin. Wir stellen die Füße zusammen und machen die Wadenpumpe. Die Fersen hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Das kennen bestimmt alle. Bei langen Reisen ist es sehr zu empfehlen. Ja? Sonst ist die Blutzirkulation in den Beinen so gestört. Wir helfen jetzt, dem Blut zurück zum Herzen zu fließen. Mhm. Weil wir unten keine Pumpe haben, ja? Nur die Ventile in den Venen, machen wir diese Wadenpumpe. Wir halten an. Bringen jetzt die Fersen auseinander und zusammen. Auseinander und zusammen. Auseinander und zusammen. Damit, merken Sie bestimmt, trainieren wir die schräge Muskulatur jetzt in den Waden. Noch einmal. Sehr gut, jetzt umgekehrt. Jetzt halten wir die Fersen zusammen und gehen mit den Fußspitzen auseinander, so weit wie es geht. Eventuell bis zur ersten Ballettposition, wenn die Füße sehr parallel zueinander in einer Linie sind. Aber eventuell sind wir aus dem Alter doch raus. Bestimmt. Ja, sehr gut. Noch einmal. Und wir lockern die Beine. Jetzt kommt Kräftigung, bisschen schwierigere Übung. Sie heißt entweder aufstehen, für dich ist es erstmal ein Aufstehen, oder für mich ja auch. Wir stehen ganz langsam auf und gehen jetzt auf die Waldtoilette. Wir tun so, als ob wir uns auf den Stuhl setzen, aber wir denken den Stuhl weg und wieder hoch. Und wieder. Bitte aufpassen, hier ist es ganz wichtig, deswegen habe ich mich auch zu Ihnen seitlich gedreht, dass die Knie auf keinen Fall dabei nach vorne gehen. Da sind die Kniebeugen, richtig, aber nicht so, sondern Knie bleiben dort, wo sie sind. Wir gehen mit dem Gesäß nach hinten und das ist die Schwierigkeit dabei. Mit dem Gesäß nach hinten, deswegen heißt es auch Waldtoilette. Und wer Schwierigkeiten mit Gleichgewicht hat, streckt die Arme nach vorne, dass wir dann Gegengewicht haben. Aber wer Schwierigkeiten in den Knien hat, macht das nicht so tief. Ja, geht sonst nicht. Versuchen wir, wenn es geht, so weit zu gehen, dass wir Oberschenkel parallel dem Boden bringen. Noch einmal. Meine Knie zittern schon. Und dann setzen wir uns jetzt auf den richtigen Stuhl. Stellen Sie Beine weiter auseinander, stützen Sie Unterarme auf die Oberschenkel oberhalb der Knie, lassen den Kopf hängen, den Rücken entspannen, Schulter hängen lassen, Arme hängen lassen, Hände, alles hängen lassen. In der sogenannten Kutscherstellung entspannen. Nach der kurzen Entspannung machen wir eine kurze Pause und trinken was. Und dann später machen wir weiter. Also bitte Wasser holen und auf Ihr Wohl.
Wir lassen die Trinkpause zu Ende gehen. Aber vergessen Sie bitte nicht, immer wieder zu trinken. Nicht nur beim Sport, auch so im Laufe des Tages, zwischendurch. Auch wenn Sie keinen Durst haben. Das ist ganz wichtig, um alle Organe durchzuspülen. So, jetzt geht's weiter im Sitzen. Wir setzen uns wieder auf der vorderen Hälfte des Stuhls und beginnen mit einem Bein zu baumeln. So, dass wir unser Kniegelenk jetzt vorwärmen, mobilisieren, aktivieren, alle Sehnen, alle Muskeln um Kniegelenk warm werden lassen. Wir stellen dieses Bein ab und heben das andere Knie und baumeln mit dem anderen Bein. Das andere Kniegelenk vorwärmen. Sehr gut. Wir stellen dieses Bein wieder ab, strecken jetzt das andere nach vorne mit gestreckter Spitze und nehmen auch die Arme gestreckt nach vorne. Bitte kontrollieren Sie Ihren Rücken, dass er gerade bleibt und runter. Ausatmen hoch, einatmen runter. Anspannung, ausatmen, einatmen, entspannen. Und beim nächsten Mal bleiben wir in dieser Position, strecken richtig schön die vordere Seite der Beine, auch die obere Muskulatur der Arme. Wir können noch die Fingerspitzen nach unten nehmen, so dass auch Handgelenk schön gedehnt wird. Sprunggelenk und Handgelenk. Sehr gut. Wem es schwerfällt, der kann das Bein auch so runterlassen. Oder wem das Bein zittert. Wem es zu leicht ist, nehmt das Bein höher. Versucht aber trotzdem, Rücken gerade zu halten und loslassen. Und lockern die Arme, lockern die Beine. Und wir wechseln das Bein. Wir strecken wieder und lassen runter. Ausatmen, gestreckt. Vergessen Sie nicht, wieder die Fußspitze zu strecken. In Neudeutsch heißt es Point. Wir halten jetzt diese Position. Wir gehen in die Dehnung, nehmen wieder die Fingerspitzen nach unten, damit wir obere Muskulatur der Arme und obere Muskulatur des Beines, jetzt des anderen Beines, richtig strecken und loslassen und lockern. Jetzt geht es um die rückwärtige Beinmuskulatur. Und zur Abwechslung nehmen wir die Arme zur Seite und strecken die Fingerspitzen nach oben, dass wir auch die untere Armmuskulatur dehnen. So nebenbei. Es geht zwar um Kräftigung der Beine, aber die Arme können dabei auch gekräftigt werden. Wir nehmen das Bein ein bisschen diagonal zur Seite, mit der Ferse nach vorne ziehen, Fußspitze zum Körper. Und strecken die Arme zur Seite, Fingerspitzen zur Seite. Und wieder runter. Ausatmen hoch, einatmen runter. Wieder mein Hinweis, bitte, wem es schwerfällt, lässt das Bein unten. Wichtig ist, rückwärtige Muskulatur zu strecken. Wem es zu leicht ist, nehmt das Bein noch höher, damit Oberschenkel auch in der Luft. Und jetzt nach oben die Dehnung. Keine Grenzen. Und jetzt die Dehnung. Nach oben sind keine Grenzen. Und halten. Irgendwann zittert das Bein. Ich gehe runter, automatisch geht es runter. Versuchen wir doch, beide Knie auf eine Höhe zu halten und loslassen. Alles ausschütteln. Beine ausschütteln, Arme ausschütteln. Jetzt nehmen wir das andere Bein, ein bisschen diagonal. Und die Arme wieder, Fingerspitzen nach oben, runter. Ausatmen hoch, einatmen runter. Mit der Ferse nach vorne strecken, um die rückwärtige Beinmuskulatur zu dehnen. Jetzt gehen wir in die Dehnung, in die statische Dehnung. Das war bis jetzt dynamisch, jetzt statisch. Rücken gerade, Ferse nach vorne, Fußspitze, also Fuß geflext im Neudeutsch. Ja, Fußspitze zum Körper. Loslassen. Durchatmen. Sehr schön. Jetzt geht's langsam mit ganz kleinen Schritten. Spitze, Ferse, Spitze, Ferse, Spitze, Ferse. Wir gehen in den Spagat, in den Herrenspagat. So weit, wie es nur geht.
Elisabeth, nicht übertreiben mit deiner Hüfte. Ja? Nein. Halten diese Stellung kurz, also gestreckte in der schräge Beine und wieder mit langsam kleinen Schrittchen gehen wir zurück. Wiederholen das noch zweimal, aber bitte mit kleinen Schritten, damit die Sehnen und Muskeln langsam gedehnt werden. Ein bisschen verharren und wieder zurück. Sehr weit geht es bei mir nicht, weil ich hier drei Nägel drin habe. Und die biegen sich nicht. Ja, in dem Alter ist nicht mehr alles komplett, wie es mal war. Oder man hat mehr, als man früher hatte im Körper. So. Auch manchmal ein paar Ersatzteile. Wir gehen nochmal zurück. Wir haben jetzt die schräge Muskulatur in beiden schön vorgedehnt. Versuchen wir jetzt mit der anderen Übung. Ich zeige sie im Stehen. Sie und Elisabeth zeigt Ihnen das. Im Sitzen können Sie im Sitzen machen. Wir strecken das linke Bein zur Seite und den gegenüber rechten Arm zur anderen Seite. Stellen Sie linke Hand auf die Taille, bringen das zusammen und wieder auseinander. Ja? Strecken jetzt nicht nur dehnen und strecken nicht nur Bein, sondern auch Arm und die ganze Oberkörpermuskulatur. Wer möchte, kann natürlich gern das Bein in der Luft hängen lassen. Ich versuche, ob es klappt. Manchmal geht es gut, hängt vom Tagesform ab. Genau. Und wenn nicht, dann zippt man die Fußspitze mal an. Noch einmal und loslassen. Wir wechseln die Seite. Jetzt strecken wir das rechte Bein zur Seite, nehmen auch rechte Hand auf die Taille, damit sie uns nicht stört, linken Arm diagonal zur anderen Seite und bringen jetzt Knie und Hand in der Mitte vom Körper zusammen. Ja, und wieder. Versuchen Sie, wenn es geht, den Fuß in der Luft zu lassen. Ja. Noch einmal. Sehr gut. Und loslassen. Wieder alles mal schütteln, rütteln, richtig alles entspannen. Jetzt ein bisschen leichtere Übung. Der Rest des Körpers kann sich erholen. Wir strecken ganz leicht ein Bein nach vorne und kreisen jetzt den Fuß um Fußgelenk. Aktivieren, mobilisieren unsere Sprunggelenke. So 8 bis 10 Mal in eine Richtung. Und dann 8 bis 10 Mal. Ich drehe mich ein bisschen um, damit man sieht, wie das von der Seite aussieht. Und lockern die Beine wieder. Strecken das andere Bein ganz leicht. Nicht allzu hoch heben. Wer möchte, kann natürlich das auch höher heben. Das ist aber natürlich Belastung für den Oberschenkel. Ja? Aber man kann das auch hier machen. Hier geht es jetzt um Sprunggelenk. Wieder anhalten, die Richtung wechseln. Und lockern. Die nächste Übung. Wir strecken wieder das linke Bein und bewegen jetzt die Fußspitze nach links, nach rechts, nach links, nach rechts. Die Fußspitze ist langgezogen, gestreckt und Bein bewegen wir nicht. Das Bein bleibt stabil in seiner Lage. Wir halten in der Mitte an, versuchen jetzt Innenkante der Fußsohle hochzuziehen, die Außenkante. Wir haben bis jetzt alle Muskeln soweit trainiert im Bein, aber jetzt sind die schrägen Muskeln gefragt. Ja? Die Muskeln, die für Drehbewegung im Bein zuständig sind. Jetzt dreht sich das Bein und wir lockern wieder die Beine. Strecken das andere Bein. Zuerst Fußspitze strecken, nach links, nach rechts bewegen, nach links, nach rechts. Ferse bewegen sich automatisch zur anderen Seite, weil sie fest verbunden sind. Ja, sehr gut. Ich muss ja immer aufpassen, ob Elisabeth das auch richtig macht. Deswegen genau. Schaue ich nach unten. Und ich muss aufpassen, wie du es machst. Und jetzt innere Fußkante hoch, äußere Fußkante hoch.
das Bein sich richtig verdrehen lassen um die Achse des Beines. Mhm. So, sehr gut. Und lockern. Puh. Durchatmen. Jetzt machen wir Folgendes. Eine kleine Koordinationsübung. Aber zuerst üben wir das nur mit den Beinen. Wir lassen die Arme jetzt hängen, damit sie uns nicht stören. Stellen das linke Bein zur Seite, dann wieder zur Mitte. Damit trainieren wir auch unsere Hüfte, unser Bauch- und Gesäßmuskulatur. Zur Seite, zur Mitte. Zur Seite, zur Mitte. Zur Seite, zur Mitte. Stopp! Jetzt, wenn das linke Bein zur Seite geht, geht auch linker Arm bis zur Schulterhöhe und wieder zurück. Rechter Arm zurück. Wieder linke Seite öffnen, rechte Seite öffnen. Linke, rechte. Stopp! Und jetzt versuchen wir, uns diagonal zu öffnen. Linkes Bein, rechten Arm. Beide zur Mitte. Rechtes Bein, linken Arm heben. Wieder zur Mitte. Links, rechts. Ja, zur Mitte. Rechts, links. Zuerst nenne ich das Bein. Links, rechts. Rechts, links. Gar nicht so weit strecken. Aha. Einfach mehr so im Halbkreis wegen der Hüfte. Ja. Mhm. Und ein bisschen schneller. Versuchen jetzt schneller zu werden. Auseinander zusammen, auseinander zusammen, auseinander zusammen, auseinander, noch einmal. Sehr gut. Und jetzt öffnen wir uns allen Freuden des Lebens, so nennt man diese Übung beim Yoga. Beide Beine auseinander, den ganzen Oberkörper strecken, Arme auch diagonal, auseinander und zusammen. Möglichst Beine heben, damit es auch guter Hüftstrecker ist, damit es wieder Bauch- und Gesäßmuskulatur mitspielt und trainiert wird. Noch zweimal öffnen wir uns allen Freuden des Lebens und gehen anschließend in die Kucha-Stellung. Die hatten wir schon am Ende der ersten Hälfte vor der Trinkpause gehabt. Lassen jetzt alles entspannt hängen. Rücken richtig, ja, wer möchte, kann sich auch mal richtig dehnen, Rücken mal strecken und dehnen. Das ist so angenehm nach der Strapaze der Übung. Es ist aber noch nicht zu Ende. Ach, noch nicht. Okay. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Nach der kurzen Entspannung machen wir jetzt die Kräftigung für die Beine. Wir stellen die Füße und die Knie ungefähr hüftbreit auseinander, legen entweder die flachen Hände an die Außenseite der Knie oder die leicht geballten Fäuste ran und versuchen jetzt aus der ganzen Kraft, die wir haben, die Beine auseinanderzubringen, so dass sie zittern. Aber die Arme und Hände leisten natürlich Gegenstand. Loslassen. So 5 bis 10 Sekunden die Kraft anlegen. Und noch einmal, du machst das mit flachen Händen, ja. Ich mache das mit Fäusten. Mhm. Knie auseinander, auseinander, richtig drücken. Ja, so ist gut. Richtig drücken, die Knie auseinander. Loslassen. Es werden auch die Arme müde. Jetzt legen wir sie in die Mitte. Du flache Hand und ich mit den Fäusten und drücken die Knie zueinander. Zueinander, richtig kräftig. Man spürt die Kraft von Fußspitze bis in die Hüfte. Und loslassen. Kleine Pause wieder von 5 bis 10 Sekunden. Die nächste Kräftigung, noch einmal. Richtig drücken, drücken, Knie zusammen, aber die Hände lassen es nicht zu. Loslassen. Und die letzte Kräftigungsübung für die schräge Muskulatur in den Beinen. Wir stellen ein Bein in die Mitte, heben das andere Knie hoch, legen die gegenüberliegende Hand an das Knie und drücken das Knie. Und wer es noch schwieriger haben möchte, den Arm nach oben strecken.
und drücken, festdrücken. Da merkt er auch Hüfte und der ganze Körper was davon in diese linken Seite bei mir. Und loslassen. Das machen wir nur einmal. Jetzt heben wir das andere Knie, legen wieder gegenüberliegende Hand an die Innenseite des Knie und drücken, 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 festdrücken dagegen, Hand in das Knie. Loslassen. Und als Belohnung bekommen Sie jetzt eine kleine, kurze Kniemassage. Wir massieren jetzt die geschundenen Knie. Das tut Ihnen gut, das tut Ihnen sehr gut. Einmal in diese Richtung, dann in die andere Richtung. Dann nehmen wir unsere harten Handballen und streicheln von oben nach unten über die Kniescheibe. Ja? Kräftig über die Kniescheibe. Sie wissen, wofür wir das machen, ja? Damit die Blutzirkulation auch in den Knochen angeregt wird, weil jeder Knochen besteht zu 13% aus Blutgefäßen. Mhm. Jetzt nehmen wir beide Hände auf ein Knie, massieren es ganz intensiv, ganz warm. Dann nehmen wir entweder unser Knöchel oder die Fingerkuppen. Und unter der Kniescheibe massieren wir nach außen und nach innen. Da liegen, weißt du was? Auch Akupunkturpunkte? Nein. Ja, das auch auf jeden Fall. Nein, unsere Menisken. Unser Außen- und auch Innenmeniskus. Noch einmal kurz massieren, dieses Bein strecken, richtig auf die Ferse stellen und in die Kniekehle reinschlagen, damit auch von der unteren Seite die Blutzirkulation angeregt wird. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir ist richtig warm. Ja. Aber wir bearbeiten noch schnell das andere Knie. Genauso. Und jetzt mit Knöcheln oder mit Fingerspitzen. Ja. Man nimmt so 2, 3 Finger, ganz kräftig beide Menisken massieren, damit sie wieder gut genährt werden, frisches Blut reinkommt, rankommt und Mikroelemente und Sauerstoff bringt. Noch einmal kräftig warm werden lassen, das Bein strecken und von unten noch schlagen, 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 schlagen. Und dann im Stuhl einfach entweder nach hinten oder nach vorne sich fallen lassen und entspannen. Uff, das war's für heute. Wie war's? Lebst du noch? Schön, aber anstrengend. Vielleicht kriege ich sogar einen Muskelkater. Naja, dem kann man nachhelfen. Und jetzt kommt mein Ernährungstipp dazu, passend zu unserer Sendung über die kräftigen Beine, das heißt dann auch Knochen. Alle wissen, wie wichtig Kalzium dafür ist, ja, zum Stabilisieren von unseren Knochen und Zehen. Kalzium mit Phosphat zusammen wirkt sehr gut auf unser Knochensystem. Kalzium und Magnesium zusammen ist gut für Herz und Nervensystem. Es gibt natürlich Kalziumtabletten, ja? Aber es gibt auch natürliche Quellen. Ja? Welche denn? Durch die gesunde Ernährung, durch kalziumreiche Lebensmittel, wie zum Beispiel Milchprodukte, Käse, Tofu, wieder die fetten Fischsorten, Brokkoli, grünes Gemüse und mein ganz persönlicher Tipp, essen Sie die Eierschalen. Wie bitte? Mit Ei oder? Es klingt kuriös, aber das ist wirklich sehr gesund. Die Eierschalen bestehen zu 90% aus dem Kalzium. Und die Eierschalen sind in ihrem Aufbau am ähnlichsten zu unseren Knochen und unseren Nägeln. Ja? Ja. Aber natürlich nicht mit dem Ei zusammen. Wenn Sie mal Omelette machen oder backen und so und die Eierschalen
übrig bleiben. Waschen Sie sie gründlich aus, nehmen Sie das innere Häutchen raus, heizen Sie Ihren Backofen auf 95 Grad und legen Sie für 10 bis 15 Minuten die Eierschalen da rein. Dann lassen Sie sie natürlich abkühlen, ja, und entweder im Mixer oder in der Kaffeemühle. Oder man kann auch Mörse nehmen, ja, das mache ich zum Beispiel beim Fernsehen in meiner Mörse, zu ganz feinem Pulver machen und dann in Quark, in Joghurt, in Müsli, überall kann man das zufügen, aber wie immer nicht übertreiben, halben Teelöffel pro Tag. Und das hilft? Das hilft, um Kalziumgehalt im Körper zu erhöhen und unser Knochensystem aufzubauen und zu stabilisieren. Nächstes Mal zeigen wir Ihnen Übungen aus dem Qigong. Und zwar meine Lieblingsübung diesmal, die 18 Harmonieübungen. Wir verabschieden uns heute auf die Qigong-Art und hoffen, dass wir nächstes Mal auch dabei sind. Nicht wahr, Elisabeth? Ja, auf Wiedersehen. Alles Gute. Bleiben Sie gesund.